Chris Schäfer ist bei uns, rechts außen der SGBB in Bietigheim. Die anderen Jungs dürfen jetzt schon wieder. Du musst immer noch warten. Wie hart ist es denn, heute auch nochmal zuzuschauen? Ja, zuschauen ist natürlich deutlich härter als selber zu spielen. Ich habe gerade mit den anderen Jungs auch gesprochen, die auch nicht mitmachen können. Jonas Link, Dominik Klaus. Und wir haben gesagt, ja, es ist deutlich schlimmer, nicht zu spielen, auch von der Nervosität. Wenn man das eben nicht so beeinflussen kann, dann auch selber das Spiel. Und ist schon hart. Jetzt hat niemand von uns so eine Saison bisher erlebt, auch ihr nicht als Profisportler. Nimm uns mal mit, was ist das für ein Gefühl für euch, Woche für Woche nicht zu wissen, wann geht es eigentlich weiter, wie geht das alles weiter, also wie geht man damit um? Ja, ist natürlich für jeden irgendwo die gleiche Situation. Uns hat es jetzt mit den vielen Corona-Fällen doch auch ziemlich hart getroffen. Es ist schon schwierig, mental dann auch das alles hinzubekommen. Man hat dann schon immer wieder den Fokus aufs Spiel, wird wieder ein Spiel abgesagt, ist man wieder in Quarantäne, muss sich dann wieder ranarbeiten, 1, 2, 3 Wochen. Ja, ist schon schwierig, aber ja, die Situation ist im Endeffekt irgendwo doch für alle gleich und ja, wir hoffen, dass wir jetzt größtenteils verschont bleiben in Zukunft. Jetzt habt ihr zum Teil 7 Spiele weniger als die anderen Mannschaften in der zweiten Handball-Bundesliga. 9 Spiele im Dezember ist ein Szenario, was für euch Wirklichkeit werden könnte. Habt ihr Weihnachten alle schon abgesagt, weil ihr wisst, ihr werdet eh nur Handball spielen diesen Monat? Ja gut, Weihnachten wird ja grundsätzlich jetzt auch schwierig mit den Regelungen mit Corona. Man muss ja schon auch aufpassen, dass man die Kontakte beschränkt. Aber klar, es ist natürlich ein hartes Programm. Andere Mannschaften in der ersten Liga, die dann auch noch international spielen, für die ist das irgendwo der Normalfall. Ja. Wir haben uns da mental darauf eingestellt, dass es so kommen wird und hoffen natürlich, dass wir da möglichst erfolgreich durchkommen. Heute Abend bisher enges Spiel, 9:10 der Halbzeitstand. Was glaubst du, werden wir in der zweiten Halbzeit noch sehen von den Jungs? Ja, ich gehe davon aus, dass wir die Chancen besser nutzen. Also das war eigentlich das Hauptproblem in der ersten Halbzeit. Wir sind wirklich gut im Spiel, denke ich, haben den ein oder anderen Fehlwurf zu viel. Wenn wir die reinmachen, dann steht es hier vielleicht +2, +3 für uns. Und ja, wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass wir es in der zweiten Halbzeit hinbekommen. Jetzt steht der Trainer heute Abend auch auf dem Spielberichtsbogen, Hannes Jon Jonsson. Glaubst du, der kriegt seine Minuten oder wäre es vielleicht ein adäquater Ersatz für dich als etatmäßigen 7-Meter-Schützen? Ja, aber seine Minuten kriegt, kann er letztendlich selber entscheiden. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob er sich die Minuten nimmt. Er wird sicher nur spielen, wenn es irgendwo notwendig wird. Aber die Jungs im Rückraum machen das ja grundsätzlich gut. Deswegen hoffe ich, dass wir das Spiel gewinnen und er nicht zum Einsatz kommt. Aber 7 Meter werfen kann er definitiv, das ist keine Frage. Schauen wir mal, ob wir das heute noch sehen. Wir hoffen natürlich, wir sehen dich auch bald wieder auf der Platte und wünschen weiterhin gute Besserung. Dankeschön. Danke dir.